Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft, wollte ich schon sagen. Ah, Gott. Don't Starve Shipwrecked hier mit mir im Windschiller. Hallöchen. Wir waren jetzt beim Gras sammeln. Viel Gras sammeln und Blumen und Süßkartoffeln und Steine und Gold und sowieso alles, was wir irgendwie finden können. Einfach, weil wir es brauchen. Ob wir jetzt die Insel hier wirklich als Hauptinsel nehmen, müssen wir mal gucken. Weil so futtertechnisch ist sie jetzt auch nicht. Auf jeden Fall besser als die erste. Zumal wir da ja natürlich immer noch den Vorteil hatten, dass wir da Krabben hatten, die wir fangen konnten. Aber ich brauche jetzt als allererstes mal einen Hut. Ach, wir haben ja schon genug. Veredelung haben wir auch irgendwas. Ach so, Seile. Ein Hut. Ach ne, ich wollte den hier bauen. Und auch den anziehen. Dass unser Köpfchen wieder ein bisschen aufgaut. Und dann sammeln wir mal ein bisschen Süßkartoffeln. In der Hoffnung, dass wir damit was Gescheites machen können. Dass uns das irgendwie hungerstechnisch befriedigt. Und natürlich Flint für Werkzeuge und Gras. Für was auch immer wir so viel Gras brauchen. So, gehen wir mal wieder zurück zu unserer Wissenschaftsmaschine, beziehungsweise Feuer, 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 Feuer. Uns fehlt Holz. Verdammt, wir brauchen Holz. Dringendst. Ohne Holz kein Feuer. Ohne Feuer Nacht gleich tot. Es ist eine relativ einfache Rechnung bei dem Spiel. Aber unsere Minimap fehlt schon wieder. Ja, dann hätten wir nicht schon vorher gesehen, dass wir rechts abbiegen müssen. Weil meine Orientierungsfähigkeit hat sich nicht verbessert. Ich habe immer noch Orientierung wie ein Besen, sag ich mal. Oh, keine Schlangen. Ich bin begeistert. Womit habe ich denn das verdient? Wahrscheinlich, dass hier gleich 5 rauskommen. Ich kenn's doch schon. Ne? Aber es kommen wieder Bananen raus. Sehr schön. Und dieser Papagei, ne? Der geht mir so auf den Zeiger. Na, komm. Ja, ist klar. Au! So, jetzt pass auf. Dich mach ich doch platt jetzt. Nichts gibt's. Weil Fleisch ist Essen. Und wenn wir Schlangen futtern müssen, dann futtern wir halt Schlangen. Ist mir egal. Es wird schon wieder langsam dunkel. Oh. Oh, ich glaube, jetzt sind wir vergiftet, wa? Jetzt sind wir, glaube ich, zu viel vergiftet. Nein, lass mich in Ruhe. Süßkartoffeln nehmen wir noch mit. Und dann hauen wir ganz schnell ab. Wo war unser Feuer? Irgendwo da oben. Es steht irgendwie dran, wie lange das noch anhalten soll, diese Vergiftung. Sie dürfte dann nämlich so langsam aufhören. So, Feuer. Wieder nur ein kleines, okay. Macht nix. Hauptsache, wir haben überhaupt ein Feuer. Na? Wieso nur da unten? Ah, hier geht's auch. Okay. So, dann würde ich sagen, kochen wir die Dinger schnell und essen, dass wir uns wieder heilen. Weil so ist das ja kein Zustand. Schneller kochen. Und Bananen kochen. Schwupp, schwupp. Und Kartoffeln auch gleich reinpfeifen. So, kannst du jetzt mal aufhören? Geschliffener Stein, okay. Bretter. Bretter, die die Welt bedeuten. Wir machen einfach mal alles, dass wir nämlich auch direkt hier elektrisches Dingens.
Wir stellen es halt her, dass wir einfach auch in der Entwicklung weiterkommen. Na, was haben wir hier? Ein Schild. Setz ein Zeichen. Ja. Ich war da. Bäm. So, können wir irgendwas Neues bauen? Strukturen, Kampf. So Rüstung oder so wäre nicht schlecht. Wie ein Kettenpanzer, nur mit Muscheln. Wir brauchen dafür ein Seil und zweimal Seegras. Seegras habe ich natürlich gekocht. Seil hatten wir unter Strukturen. Unter Überleben. Wo war Seil? Bin ich immer noch vergiftet? Wie lange sollen das noch anhalten? Wo war Seil? Veredelung. Okay. Das heißt, dann hätten wir das. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Seegras. Und für einen Holzfloß brauchen wir Holz. Jetzt weiß ich, will ich da wieder zu den Schlangen... So langsam könnte es aber echt aufhören. Oder muss ich irgendwas zum Entgiften finden? Ich will eigentlich jetzt nicht schon sterben. Ich habe schon 6 Tage überlebt. Ich bin schon stolz. Gott. Da unten ist doch irgendwo unser Floß, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur ersten Insel, so wie ja auch eigentlich unser Plan war. Was auch immer wir damit sollen. Fahren. Und hauen von dieser unsäglichen Insel ab. Die uns da so vergiftet hat. Ich meine, irgendwann muss doch die Vergiftung aufhören, oder? Gibt's doch gar nicht. Oder haben wir das jetzt auf immer und ewig? Wir nehmen natürlich noch Seegras mit für unser Kettenhemd aus Muscheln. Nein, ich will das nicht fallen lassen. Ich lasse lieber einen Zweig dafür fallen. Der uns nachher bestimmt beim Feuermachen fehlt. Beziehungsweise können wir es jetzt herstellen? Wo ist denn die Muschelanzug? Ach, wir brauchen die Wissenschaftsmaschine. Ist ja klar. Ich glaube, ich habe ein Leck. Willst du mir sagen, das Schiff gibt den Geist auf? Scheint so. Dann skrubbeln wir mal schnell nach da unten. Bauen uns hier nochmal eine Wissenschaftsmaschine. Das ist ja quasi unsere Startinsel gewesen. Da sollten wir zumindest noch so ein bisschen... Also diese Vergiftung, ne? Das ist echt nervig, also. Wahrscheinlich muss man dafür irgendwas herstellen, um die Vergiftung aufzuhalten, was ich jetzt gerade nicht... Naja, ist egal. Wo waren Bäume hier? Dann, ach, da hinten ist sogar noch unser großes Feuer. Dann gehen wir natürlich dahin. Wäre ja doof, wenn wir das nicht tun würden. So, hier ist Feuer. Wir essen noch mal ein bisschen was. Dass hier wieder ein bisschen Heilung reinkommt. Und dann machen wir noch mal schnell eine Wissenschaftsmaschine. Na, Wissenschaftsmaschine herstellen. Stellen sie dahin. Gehen in den Kampf rein. Machen uns einen Muschelanzug. Und ziehen den auch an. Na, dann ist natürlich der Rucksack weg, ne? Das heißt, wir nehmen den mal mit und wenn wir kämpfen müssen, dann nutzen wir den. Die kann ich anpflanzen, das machen wir dann einfach mal. Weil anpflanzen ist natürlich auch hier wieder wichtig. Fallen, da brauchen wir Zweige. Habe ich gerade weggeschmissen, ne? Habe ich es nicht gerade eben noch gesagt? Ich habe echt die Befürchtung, wir sterben an dem Gift. Genau wie jeder andere Baum. Na, wenn du das sagst, du musst es ja wissen. Jetzt finde ich hier keine Zweige, oder was? Oder kann man dich ab... Nee. Geben die Dinger nicht auch Sticks? Die dürren Bäumchen?
Uns fehlt... Ernsthaft? Okay, kriegt man alles irgendwie hin. Zack. Bang. Und ab damit. Zack, 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 zack. Aber uns fehlt es jetzt echt an Stöcken, ne? Also ich sehe, Downstaff ist immer noch teilweise sehr frustrierend. Warum hätte es auch anders werden sollen? Dann wäre es ja kein Downstaff mehr. Und ich sag das mit dem Vergiften ist gerade echt so ein bisschen nervig, finde ich. Weil ich sehe schon, dass wir an dem Kram nämlich gleich sterben werden. Dabei hatten wir so einen guten Start. Und da kommen aber auch keine Sticks raus, ne? Kommt her, Stickies, kommt zu mir. Ich will euch doch nichts Böses. was haben wir denn hier? Veredelung. Geschliffener Stein, Papyrusstoff, Kalkstein, Goldklumpen. Überleben. Guck mal, gibt's irgendwas wie Antigift oder sowas? Netz, Angelrute, dummer... Was? Dummer Affenball. Sonnenschirm, Regenschirm, Heilsalbe. Gegengift. Heilt das unschöne Gefühl von Gift. Dafür brauchen wir eine Giftdrüse, Seegras und Koralle. Also, Giftdrüse haben wir bis jetzt keine, obwohl wir schon Schlangen umgehauen haben. Giftdrüse könnte man natürlich auch von Spinnen kriegen, ne? Seegras genug, Korallen haben wir auch noch keine gefunden. Das ist natürlich ärgerlich. So, jetzt machen wir erstmal schnell hier Feuerchen an. Anheizen. Haben wir noch irgendwas zum Essen? Na, man kann Kokosnüsse immer noch nicht essen. Ich will, wie gesagt, eigentlich nicht sterben. Aber ich glaube, das, was wir wollen, ist denen da gerade relativ egal. Noch 11. Ich habe so das Gefühl, wir werden gleich. Fleisch, Fleisch. Können wir das essen? Gekochtes Monsterfleisch. Na, das hat es unserer Gesundheit nicht wirklich gut getan. Sollten wir wirklich schon nach 3 Folgen sterben? Und ob wir sterben, sehen wir in der nächsten Folge. Nein, natürlich nicht. Wir sterben natürlich jetzt auch in dieser Folge. Und komm, zack, peng, weg mit uns. Bäh. Ach ja, Lebensdauer, 5 Tage. Level 1. Ah, cool, also quasi mit den nächsten Leveln kriege ich den nächsten Charakter. Okay. Hauptmenü. Schade. Spielen. Ja, und der Spielstand ist natürlich direkt weg. Klar, macht auch keinen Sinn. Start. Ah, Gott. Es ist genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Frustrierend. Ah, herrlich. Ich meine, wenn man da mal wirklich Glück hat und eine gute Insel hat, dann läuft sie. Aber bis man so eine findet, muss man wahrscheinlich auch... Ist das jetzt die gleiche Insel wieder? Also fangen wir immer auf der gleichen Insel an? Oder ist sie jetzt schon anders? Könnte natürlich sein, dass die Startinsel immer gleich ist, ne? Sehen wir gleich. Wir machen das gleiche wie vorher. Erstmal einsammeln. Gras, Flint, Sticks. Und dann schau mal. Ich habe so die Befürchtung und die Vermutung, dass die Insel genau gleich ist. Zack. Was ja in gewisser Hinsicht auch Sinn machen würde, wenn die erste Insel immer gleich ist und die anderen dann verschieden. Sofern ich natürlich... Naja, gut. Wie gesagt, wir sammeln erstmal, was wir sammeln können, so wie immer. Bam, bam, bam.
Sticks. Und der nächste Stick. Und noch ein Stick. Und dann erstmal das da herstellen. Woran scheitert es hier? Am Flint. So, können wir das auch herstellen. Erstellen. Jetzt. Und dann kloppen wir Holz. Für die Nacht. Die ja gleich kommt. In der wir nicht gleich sterben wollen. Sterben haben wir schon hinter uns. Ist nicht so schön. Hatte die Insel vorher auch zwei Grünstreifen? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen in die Richtung. Ne, ist anders, oder? So ein bisschen zumindest. Also das Spawn am Anfang, klar, mit dem Schiff und so, das ist gleich. Also hier hinten die Insel, ich glaube, die ist ein bisschen anders. A little bit zumindest. Ein bisschen Stein kloppen wäre nicht schlecht. Gold wäre natürlich zu viel erwartet gleich am Anfang. Was eigentlich mit dem Stein? Kann man die nur abbauen? Ne, man kann sie auch zerkloppen, ne? Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich diese Muscheldinger, was da drauf ist, dieser essbare Schleim, nachwächst. Also sollte man die wahrscheinlich nicht kaputt machen. Okay, nehmen wir erstmal hier ein bisschen mit. Wir laufen hier mal hoch, hoffen, dass keine Schlange kommt. Also wenn eine Schlange kommt, hat man quasi schon verloren. Ist ziemlich hart, finde ich. Also, ne? So, da ist es... Da zittert schon unten drunter. Da gehe ich nicht so nah ran. Zack, 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 zack. Gib mir Steine für ein Feuerchen. Und dann haben wir hier eine Falle, die wir natürlich gleich mal platzieren. Nee. Ein bisschen weiter unten hier. So, haben wir gleich noch die nächste Falle. Setzen wir auch gleich hin. So, das war's. Mehr haben wir nicht mehr. Klein bisschen einsammeln. Noch ein bisschen Steine wären nicht schlecht. Und noch etwas Holz. Holz ganz dringend. Axt an mich hin. Und jo, dann würde ich sagen, war's das schon wieder für diese Runde. Sehen wir uns in der nächsten Runde Dawnstarf Shipwrecked wieder und hoffen, dass wir diesmal mehr als 5 Tage überleben. Wäre echt super. Vielleicht diesmal sind wir hier auch schön mit vorbereiten und gucken, dass wir gleich genug von allem haben. Haben wir schon Palmblätter? Das heißt, wir könnten ja theoretisch schon den ersten Rucksack bauen, ne? Macht zwar nicht viel aus, aber immerhin etwas. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, ein Däumchen nach unten. Ihr dürft mir auch gern Tipps geben. Wie gesagt, ich bin an das Spiel hier völlig blind rangegangen. Hab null Plan. Und ja, hoffe, dass ihr mir da ein bisschen helfen könnt. Ja, insofern habt noch einen schönen Resttag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.